Hey Leute, willkommen zurück zu The Search. Wir machen weiter. Im Park. Wo sind sie denn? Ich meine, ich hätte eben die Parade gehört. Naja, gut. Da ist sie schon vorbei. Schade, schade. Aber wir können uns jetzt nicht die Parade anschauen. Es geht nämlich weiter Richtung Fortschritt. So. Der letzte Part. Das war ja nur so ein bisschen zum Rumgammeln, dass ich euch da ein bisschen... Oh, oh, oh. Hallo. Da mal. Oh, ich wollte doch noch was abhacken. Das ist schade. Da will man mal und kann nicht. Warte mal hier. Da geht's. Ja, genau. Da ist die Achterbahn. Muss ich hin? Ich wollte gerade sagen, ich spring da jetzt runter, aber das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Hier ist diese dumme Drohne, die nervt mich so ein bisschen. Hallo, ich möchte gerne. Ich möchte gerne einen Kumpel hier. Ich möchte die kleine Drohne anvisieren. Geht offensichtlich nicht. Aber die ist ein bisschen störender. Da. Gib you. Oh, macht doch ganz gut Schaden. Komm. Gib you. Dass die halt echt nur zweimal schießt. Gib you. Sehr gut. Oh. Da ist er explodiert. Das war's. Diese ekelhaften Teile mit den langen Tentakeln da. So, Dalle, wo muss ich jetzt ganz runter? Ja, ne? Ja. Ne, muss ich nicht. Das wäre ja so ein blöder Sprung wieder. Deswegen gucken wir einfach mal hier. Da geht doch. Oh Gott, das kommt jetzt hier rauf, das Vieh. Das ist aber nicht nett. Ich will doch hier runter. Ja. Und in den Tank. Oh, ich renne natürlich mit. Au! Fein. So, da sieht es mir doch ganz nach Boss aus, oder? Zap, kaputt. Da bin ich mal gespannt, was hier jetzt kommt, Mensch. Das da bestimmt, hä? Was da so... Ist das die Katze? Du böse Katze! Oh Gott! Oh Gott, das Weed! Aua! Jetzt entspringt, ha? Hey! Oh, die schmeißt mit Kram. Oh Gott, was war das denn? Oh, ich kann sie umwerfen. Ist ja umwerfend. Aua. Das war's doch nicht! Was zum Fug? Jetzt kommt erst Phase 2, hä? Ach du Scheiße! Ach du! Du hast doch ein Rotorblatt am Kopf! Ja, jetzt nicht mehr. Okay, das war echt. Das war echt dumm. Ah! Dann warten wir zur Seite und dann springe ich wieder rein. Oh, komm schon. Das ist irgendwie ein bisschen komisch auszuweichen, finde ich ja.
es scheiße, da drin zu stehen. Ah, oh, die Schrottklebe der Katze. Eieiei, Carbon Cat ist offline. So sieht's aus. Hat er eben alles so gescheppert. Carbon Cat, ich habe ein Achievement bekommen. So, was ist das denn hier? Zweihändig natürlich. Als sein Hauptprogramm zerstört und seine kognitiven Fähigkeiten dank Nanotechnik schlagartig verbessert wurden, besann sich das Carbon Cat Maskottchen auf seine ureigensten, fest verdrahteten Persönlichkeitseinstellungen. Es zog los, um andere Maschinen zu zerlegen und an noch volle Energiekerne zu kommen. Und selbst die Überreste seiner eigenen, vom Sockel gestoßenen Statue nutzte es, um sich selbst einen neuen Körper zu bauen. Den Blick fest auf das eigene, auf ein einziges Ziel gerichtet. Die Vernichtung von Iron Mouse und allem, wofür er steht. Ach, ich bin so blöd, ich hätte vielleicht doch die Rüstung von Iron Mouse anziehen sollen währenddessen. Ach, Kacke. Naja, gut, das ist jetzt zu spät. Vielleicht hätte ich dann ja eine andere Waffe gekriegt. Aber die sieht auch schon Hammer aus, irgendwie. Aha. Ja, leider haben die halt immer dieselben Angriffsmuster. Watch, watch. Probier einfach mal ein bisschen rum. Die hat schon richtig Wumms, die Prügler hier, aber... Das hat nicht so meins, glaube ich. Ich habe lieber so ein schnelles Schwert als so ein riesiges Krallenteil da. Ah, ich sehe schon, da geht's runter. Da ist noch ein Weg hier. Wo ich nämlich in irgendein Loch springe, wo es dann nicht wieder zurückgeht. Das ist auch ein plattes Maskottchen hier. Tag ist plättet. Ja, diese dumme Katze da, ne? Dieses Teil. Ja. Weil ich sehe gar nichts. Das ist einfach nur... Dunkel und blau. Da muss hier noch was kommen, oder? Oh, man sieht halt echt fast nichts. Ist immer so ein bisschen das Ding hier. Es ist entweder viel zu dunkel oder... Ah, guck mal hier. 90er Kern. Ah, da bekomme ich wieder Nanokerne. Kann ich aber eigentlich auch ganz anders... Ich glaube, am Ende des Spiels, da kann man sich von den Viechern ja auch welche holen. Eine Voicemail wiederhergestellt. Creo. Für die Erinnerungen, die Ihnen am Herzen liegen. Hör mal, Warren. Ich weiß, ich kann dir das nicht ausreden. Ich hoffe, das mit Creo funktioniert für dich, ehrlich. Erinnerst du dich noch an das T-Shirt, das du haben wolltest, als wir in diesem Park waren und ich dir gesagt habe, das sei dämlich? Iron Mouse? Tja, ich habe dir eins gekauft. Das ist nicht dämlich. Das ist wichtig. Für dich. Ich hab's kapiert. Ich möchte, dass du das anhast, wenn du heute dein Vorstellungsgespräch hast. Okay? Viel Glück, mein Schatz. Oh, ist das traurig. Und sie ist bestimmt tot, seine Freundin. Aber das hat man jetzt auch nicht wirklich erfahren, oder? Ist jetzt das ein Vormittel, also das Vorstellungsgespräch war das jetzt unmittelbar vor der Haupthandlung hier? Ich meine, gut, er ist ja schon eingestellt gewesen. Er hat ja dann diesen Anzug bekommen. Ja, aber ich sag mal so, wenn du einmal diesen Anzug hast, dann kommst du doch nie wieder raus. Der ist dann halt fest verschweißt im Körper. Willst du mir gar nicht vorstellen. Ein Leben lang mit sowas rumrennen zu müssen, mit so einer Rig. Ich meine, die muss ja auch irgendwie gespeist werden von Strom. Dann hast du wahrscheinlich auch so eine Batterie am Körper. Hier ist noch hoch, sag mal. Ist das still gerade hier alles? So friedlich fast schon. Ach nee, sag bloß, das war's jetzt hier. Ich kann nicht glauben, dass du das Ding echt besiegt hast.
Das Carbon Cat-Maskottchen war total außer Kontrolle. Ich bin einfach nur froh, dass du das überlebt hast. Aber hör mal, ich habe endlich diese verschlüsselte Dienstanweisung geknackt, die der Vorstand an meinen Chief geschickt hatte. Die erklärt vieles. Aha. Ja, was denn? Ich wollte schon sagen, die könntest du jetzt nicht einfach so aus dem DLC schmeißen. Hallöchen. Oh. Da oben ist gerade die Parade. Der Operator. Das Such- und Rettungsteam braucht Verstärkung. Ach, ist das so, ja? So, Dalle, dann reden wir mal mit dem guten Mann. Jetzt bewerben. Ja. Ach, guck mal, der ist auch schon da. Du solltest aber nicht so nah an die Tür gehen, Kumpel. Ist echt gefährlich. Sag ich doch. Oh, hey, du. Ich bin ja so froh, dich wiederzusehen. Du hast mir das Leben gerettet, Alter. Hab ich das? Geh mal weg da. Ist okay? Denke schon, Warren. Ich meine, ich sitze hier in einer Riesenratte fest, aber es könnte ja noch schlimmer sein. Woher kennst du meinen Namen? Die Stimme der Servicestation hat's gesagt, als du reingekommen bist, Alter. Wie kannst du das nur 100 Mal überhört haben? Alles okay? Denke schon, Warren. Aber meinst du denn nicht, dass sich die Durchsagen irgendwie seltsam anhören, wenn man die aktuelle Lage bedenkt? Nein? Und dann liegt's vielleicht nur an mir. Alles okay? Denke schon, Warren. Wobei ich mich frage, ob die Lohnbuchhaltung von Creo wohl immer noch läuft. Nein. Alles okay? Denke schon, Warren. Und ich hatte gedacht, Rusty Spring Tower wäre das Schlimmste gewesen, was ich jemals erlebt habe. Alles okay? Denke schon, Warren. Und falls du Carbon Cat finden solltest, dann tritt dem Viech bitte auf den Schwanz. Oder, weißt du was? Hack ihn ab oder so. Wow, wie oft kann ich doch alles okay sagen? Alles okay? Denke schon, Warren. Wobei... Alles... Denke schon, Warren. Ich weiß, alle mögen Katzen, außer mir. Ich nicht mehr. Na toll. Lebe lang und in Frieden da draußen, Alter. Live long and prosper. Wow, du bist wieder zurück. Alles klar bei dir? Ja. Sorry. Ich fürchte, dein Team hat's nicht geschafft. Ich fürchte, da könntest du recht haben. Mir fehlen die Worte. Ich will hier Leben retten, nicht opfern. Aber ich denke, ich bin wohl der Einzige, der von meinem Team noch am Leben ist. Ich werde niemanden retten. Immerhin kann ich mein Wissen und Können dazu einsetzen, endlich herauszufinden, warum das hier alles passiert ist. Das ist aber schade. Ich meine, was willst du jetzt noch tun hier, großartig? Was weißt du sonst noch? Das ist, als hätten die gewusst, dass irgendwas passieren würde. Die wollten, dass mein Such- und Rettungsteam in den vergangenen Monaten in höchster Bereitschaft durch Creo World patrouilliert. Wir haben nach Anzeichen dafür gesucht, dass ein elektromagnetisches Eindämmungsfeld unter dem Park Probleme macht. Ganz richtig. Unter dem Park. Und was genau hatten die da unten eingedämmt? Würdest du dich jetzt groß wundern, wenn ich dir sagen würde, dass es dieser schwarze Nanitenschleim war? Offenbar hat Creo an einer sich selbst reproduzierenden Nanotechnologie gearbeitet. Und zwar im Zusammenhang mit einem Geheimprojekt namens Projekt Utopia. Tja, das wissen wir. Hast du sonst noch was über dieses Projekt Utopia rausfinden können? Nach den Sachen, die ich hacken konnte, könnte dieses Projekt Utopia hinter allem stecken, was hier abgegangen ist. Offenbar hatte das Resolve-Programm schon seit Jahren mit Problemen zu kämpfen. Projekt Utopia war wohl so eine Art Plan B. Also haben die angefangen, an Naniten zu arbeiten. Scheint so, als könnte eine einzige, mit Utopia-Naniten gefüllte Rakete ihre Ladung in praktisch der gesamten Atmosphäre verteilen. Die hätte damit die Wirkung von Hunderten von Resolve-Raketen. Was der Nachteil ist, fragst du? Ich glaube, die Programmierung der Naniten wurde gegrillt, wie alles andere auch. Und jetzt vermehren die sich wie verrückt. Hier sind wir nicht sicher. Wir haben getan, was wir konnten. Wir sollten von hier verschwinden. Weißt du, ich habe mir so überlegt, dass ich zunächst mal hier bleiben sollte. Bestimmt schicken die ja bald die Armee hier rein.
Irgendjemand muss die dann einweisen und den Laden für sie schmeißen. Aber danke. Für alles. Ohne dich hätte ich niemals erfahren, was aus meinem Team geworden ist. Ich hätte mich ewig mit Fragen gequält. Du solltest zurück zur Fabrik. Versuch, den Konferenzraum zu finden. Es liegt auf der Hand, dass der Vorstand nur zu genau weiß, was hier vor sich geht. Ich bin sicher, du wirst deine Antworten bekommen. Hier hast du eine Karte von der Vorstandsebene. Viel Glück, mein Freund. Bitte was? Hier sind wir nicht. Weißt du, irgendjemand... Aber du so... Es liegt hier. Okay. Viel Glück da drin. Die Karte habe ich doch schon von der Vorstandsebene. Ich muss das mal ganz kurz hier, dass die da nicht draußen rumrennen. Warte mal, das geht's doch gar nicht. Komponenten? Nee. Organizer, da ist es drin, genau. Hier, erstmal die Karte zur Vorstandsebene. Eine handgezeichnete Karte, die den Weg zur Vorstandsebene weist. Na toll. Und Creo, jetzt bewerben. Creo ist nicht bloß ein Unternehmen. Mit Project Resolve legen wir den Grundstein für unseren Weg in die Zukunft. Folge uns in eine neue Ära, in eine neue Welt, für die ganze Menschheit. Zusammen sind wir stark, zusammen können wir etwas verändern. Nutze dein gesamtes Potenzial mit uns. Na toll. Creo. Ist schon klar. Ja, da war es jetzt leider, Leute. Ich will noch eine Sache, ganz kurz. Ganz kurz. Mir ist nämlich aufgefallen, da oben war ja noch was, ja? Und der Aufzug ist inaktiv, aber es scheint jetzt, glaube ich, nicht wirklich einen Weg zu geben, wie wir da hinkommen. Ich habe noch eine andere Idee. Das hat man jetzt nämlich gar nicht gesehen. Das habe ich off-cam gemacht, weil ich bin da noch ein bisschen rumgelaufen und habe Sachen gesammelt und Schrott und so weiter. Was ist der hier? Der Aufzug ist immer noch aus, ja. Okay. Könnte sein. Wenn das jetzt nicht stimmt, dann habe ich keine Ahnung. Dann ist es aber auch mir dann egal, ehrlich gesagt, wie ich da hochkomme. Wir gehen nämlich mal ganz kurz zurück in die Fabrik. Fertigungskomplex B. Oder in den Fertigungskomplex. Oh, diese Zeichnungen sind echt cool, Mann. Die Jungs, die malen das halt einfach so runter mit einem Stift. Ich habe das ja schon gesehen. Die malen das live halt echt vor euren Augen. Einfach mal so zack, zack, zack. Ist fertig. Sieht echt gut aus, was die machen. Willkommen zu Ihrem Besuch in Creo World und Ihrer Führung durch unser berühmtes Produktionszentrum. Die Tür da übrigens gegenüber, falls ihr denkt, so ja, zeig uns doch, was da ist. Nein, da geht's einfach nur zurück zu einer anderen Abteilung mit der Bahn. Die wird nämlich geöffnet, wenn man von der anderen Seite hinkommt. Also wie gesagt, ich will mal gucken. Ey, was war das denn bitte? Voll der Scheiß. Dann macht das Ding einfach mal so einen 180 U-Turn. Oh! 180 Grad U-Turn und haut nicht weg. War ein blödes Teil. Ich will mal gucken, wenn es das jetzt nämlich ist. Dann haben wir das ja schon gelöst, weil hier in der Vorstandsebene bzw. im Laborbereich, da gibt es nämlich auch noch einen Zugang zu Creo World. Ja, in der Tat. In der Tat. Bin ich mal gespannt, ob das irgendwas... Ah. Ja. So, hier ist nämlich noch ein Zugang. Man sieht es, das hätte man jetzt gesehen. Oh, hier steht es ja. Creo World, come visit. Vielleicht ist es das hier, weil ich habe diesen Zugang habe ich nicht entdeckt bisher. Also, da muss ja irgendwo ein Weg hinführen, aber ist nicht so. Offensichtlich. Deswegen ist es vielleicht das hier. Ich bin hier noch nicht weitergegangen. Ich habe gesehen, dass hier was hinführte. Bitte. War das der to go to upper level? Ja, weil hier ist nämlich auch der Zug. Ah, siehste. Habe ich es doch gesagt. Lift freigegeben. Das ist das Item. Na toll, ist nur ein Schrotthaufen. Ich dachte, das wäre was Besonderes. Irgendein Plug-in oder sowas. Oh, und ja, das, was er sagte übrigens mit der Vorstandsebene, ihr wisst ja, das ist das Ende vom Spiel dann. Aber da müsste ich jetzt noch zu lange spielen, als dass ich das noch schnell hier reinpacke. Das muss ja nicht sein. Achso, das war's schon, das war nur der Lift hier. Okay. Na gut, dann hat sich das halt eben so noch hier, dass man sich das Teil holen kann, wenn man möchte. Hier der Schrotthaufen. Alles gut, Leute. Dann war's das mit... Das war es hier mit The Search, mit dem DLC, A Walk in the Park. Mir hat Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Ich verabschiede mich ein weiteres Mal von einem Projekt und von euch. Macht's gut, euer Bruger. Tschö, tschö. Ihr könnt gerne noch liken, wenn ihr möchtet. Das ist kostenlos übrigens. Danke, ciao.